Donphan ist ein Pokémon mit dem Typ Boden und existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung von Funpi. Donphan ist ein mittelgroßes, vierbeiniges und elefantenähnliches Pokémon, das grau, schwarz, rot und weiß auftritt. Von der Rüsselspitze beginnend über das Rückgrat bis hin zum Schwanz ist es schwarz gefärbt. Gleiches gilt für die Ohren und die Fortsätze an den Beinen. Die Innenseiten der Ohren färben sich rot, die Stoßzähne und die Zehen sind weiß und der übrige Körper grau gefärbt. Das Pokémon besitzt einen gedrungenen, jedoch kräftigen Körperbau und der gepanzerte Bereich des vorne relativ langen Rüssels bis hin zu dem eher kurzen Schwanz ist mit mehreren rechteckigen Platten verstärkt. Die langspitzen Ohren wachsen an den Seiten und die dreieckigen Augen im Gesicht bestehen aus weißer Lederhaut und kleinen schwarzen und schmalen Pupillen. Seitlich wachsen dann aus den Wangen die beiden langen Stoßzähne. Diese rahmen das Maul ein und Donphan steht auf vier kurzen, kräftigen Beinen, deren Füße mit je drei Zehen ausgestattet sind. Und in seiner Shiny-Form ist das Pokémon statt schwarz-rostbraun gefärbt und die grauen Bereiche sind in einem Schlammgrün gehalten. Donphan nutzt fast ausschließlich physische Angriffe, dazu gehören zum Beispiel Felsgrab, Erdbeben und Gigastoß. Auch wenige Statusangriffe wie Charme und Grimasse nutzt es. Seine Fähigkeit Robustheit schützt ihn vor K.O.-Trefferattacken. Die versteckte Fähigkeit Sandschleier erhöht den Fluchtwert im Sandsturm. Donphan lebt hauptsächlich in Gras- und Berglandschaften wie der Route 28, dem Silberberg und der Siegesstraße in der Johto-Region. Aufgrund seiner scharfen Stoßzähne und seiner rauen Haut könnte es mit Tackle ein Haus niederreißen. Je größer und länger die Stoßzähne, desto höher ist ihr Rang in der Herde. Wenn es angreift, rollt er sich zusammen und dann auf den Gegner zu und mit seiner Kraft hilft es dabei, Erdrutsche aus dem Weg zu räumen, die Bergpfade versperren. Donphan stellt dabei den zweiten Teil der zweistufigen Entwicklung dar und entwickelt sich aus Funpi auf Level 25. Dabei nimmt es nochmal an Größe zu und wirkt nochmal stärker, seine hellen Farben verblassen etwas und ihm wachsen Stoßzähne und ein Schutzpanzer vom Rücken zum Rüssel. Mit seinem Typen ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Gesteinsattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen-, Wasser- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.